Kennst du das? Jemand sitzt dir in der U-Bahn gegenüber und du kannst seinen Kummer förmlich spüren? Dein Mitbewohner sitzt in einem hell erleuchteten Raum und du dimmst erst einmal das Licht, weil es dir zu grell ist? Du schmeckst oder riechst etwas, das andere um dich herum gar nicht wahrnehmen? Und nachdem du 2 Stunden in der Stadt warst, musst du erst einmal schlafen, um die vielen Eindrücke zu verarbeiten. Wenn du das auch kennst, dann bist du vielleicht hochsensibel. Manche Menschen nehmen die Welt um sich herum besonders intensiv wahr. Man sagt, sie haben feine Antennen für die Stimmung anderer Leute. Sie erkennen schneller, wenn es Personen, denen sie gegenüberstehen, nicht gut geht und reagieren empfindlicher auf Reize, die im Alltag auf sie einprasseln. Sie kommen mit Menschenmassen, einer hohen Geräuschkulisse, Gerüchen oder Licht weniger gut klar und innere Empfindungen wie Hunger oder Aufregung spüren sie besonders intensiv. Den Begriff Hochsensibilität hat die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron Mitte der 90er Jahre geprägt. Sie veröffentlichte damals eine Studienreihe, die den Startschuss zur Erforschung der Hochsensibilität legte. Die Psychologin sieht in der Hochsensibilität ein Temperamentsmerkmal, das sich durch eine höhere sensorische Verarbeitungssensitivität auszeichnet. Es gibt zwar einige wenige Studien zu dem Thema, die Erforschung der Hochsensibilität steckt allerdings noch wirklich in den Kinderschuhen und gilt in der psychologischen Forschung als umstritten. Auch ich zähle zu den Hochsensiblen und habe mich oft gefragt, warum ich weniger belastbar bin als andere und ob etwas nicht mit mir stimmt. Ich brauche öfter Ruhe und Zeit für mich allein. Ich benötige weniger Stimulation von außen durch viele Menschen und vor allem bin ich sensibler, auch was Gerüche und Geschmäcker angeht. Ich habe Probleme, wenn ich bei anderen zum Essen eingeladen bin, weil man mich als Krüsch bezeichnet, denn ich mag einfach deftige oder intensiv gewürzte Speisen nicht riechen und damit auch nicht essen. Schon öfter ist mir begegnet, dass ich mit meinen vielen Wehwehchen etwas anstrengend für andere bin und ich merke auch, dass ich selbst schneller angestrengt bin als andere. Wir hadern mit uns, weil wir sensibler mit unserer Umwelt agieren. Aber die Feinfühligkeit kann auch Vorteile haben. Wir erleben nicht nur negative, sondern auch positive Momente intensiver und wir sind empfänglicher für Schönheit. Wenn die Voraussetzungen stimmen, können wir uns entfalten. Manche Wissenschaftler vergleichen Orchideen mit hochsensiblen Menschen. Wenn die Temperatur und die Feuchtigkeit nicht stimmt, dann gehen sie ein. Stimmen aber die Umstände, dann blühen sie auf. Übrigens sind auch nicht alle Hochsensiblen gleich. Nachdem man die Highly Sensitive Person Scale ausgewertet hatte, wurden besonders 3 Facetten der Hochsensibilität herausgefiltert. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wo du dich am ehesten wiederfindest. Geringe sensorische Reizschwelle. Wenn die Schwelle für die Sinnesreize relativ niedrig ist, ist den Menschen in lauten und unruhigen Umgebungen schnell unbehaglich. Sie reagieren sensibel auf zu stark gewürztes Essen, nehmen Gerüche intensiver wahr und auch Kleidung auf der Haut spüren sie stärker, zum Beispiel ein Material, das hart oder kratzig ist. Licht ist ihnen schnell zu hell oder zu grell. Leichte Erregbarkeit. Menschen, die schnell erregbar sind, lassen sich von der Stimmung anderer Menschen schnell anstecken. Manchmal können sie gar nicht zuordnen, warum sie sich gerade unruhig fühlen. Sie geraten schnell unter Druck und fühlen sich gestresst, wenn es eine Veränderung gibt oder sie etwas schnell erledigen müssen. Sie weinen schneller und werden oft aus dem Nichts von sehr starken Gefühlen übermannt. Ästhetische Sensitivität. Auch der Blick für Details und Ästhetik kann ein Merkmal der Hochsensibilität sein. Die Menschen sind oft sehr ergriffen von Kunst, Musik, Natur oder Film oder sie nehmen kleine Veränderungen in ihrer Umgebung eher wahr. Der Begriff Hochsensibilität gibt vielen Halt, weil er dabei hilft, sich selbst besser zu verstehen und die eigenen Bedürfnisse auch mit dem engeren Freundes- und Familienkreis zu teilen. Auch wenn der Begriff häufig in den Medien zu lesen ist, wird er von weniger sensiblen Menschen oft belächelt. Tatsächlich ist in der aktuellen Forschung die Hochsensibilität noch keine Kategorie für sich, sondern einfach das obere Ende einer Skala zu weniger sensibel bis hochsensibel. Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit, physiologisch festzustellen, wie sensitiv jemand auf Reize von außen reagiert.
Deshalb kann man die Hochsensibilität momentan nur durch Fragebögen testen. Einer der am meisten verwendeten ist der Test von Elaine Aron. Die deutsche Version habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Der Test, der auf ziemlich lockeren Beinen steht, enthält zum Beispiel Fragen wie: Ich finde es unangenehm, wenn viel auf einmal los ist. Ich lege großen Wert darauf, mein Leben so zu gestalten, dass ich aufregende oder überwältigende Situationen vermeide. Intensive Reize wie laute Geräusche oder chaotische Szenen stören mich. Obwohl man davon ausging, dass Hochsensibilität auch ein Merkmal von Introversion ist, konnten Analysen von 2019 das nicht aufzeigen. Scheinbar gibt es Introvertierte wie auch Extravertierte, die sehr sensibel sind. Wie viele Menschen hochsensibel sind, lässt sich schwer einschätzen. Erhebungen zeigten eine Häufigkeit von 10-30%. Man ist sich zwar einig, dass es sensiblere Menschen als andere gibt und sie dadurch schneller unter Reizüberflutung leiden als andere, aber ob die Hochsensibilität dafür das beste Konzept ist, da ist man sich noch nicht ganz so sicher. Hochsensible Menschen zeigen öfter eine sogenannte Verhaltenshemmung. Sie neigen also dazu, sich zurückzuziehen und unbekannte Situationen eher zu meiden. Sensitivität ist keine Krankheit und es ist wichtig, sie auch nicht als solche zu behandeln. Die Autorin Emilou spricht zum Beispiel eher von emotional begabten Menschen und meint, dass sie oft ein eher angstbasiertes Selbstbild hätten. Mich hat ein Satz sehr gepackt, nämlich, dass sie sagt, Hochsensible würden sich als zerbrechliche Wesen sehen, die der Welt nicht gewachsen sind und sich deshalb abschirmen und zurückziehen. Sie meint, man würde damit das eigene Leben eher auf Vermeidung statt Wachstum und Entfaltung legen. Ich glaube, deshalb ist es wichtig, immer gut zu hinterfragen, was dir Glück und Erfüllung bringt und wo du einen Raum findest, den du mit dir vereinbaren kannst. Ich könnte zum Beispiel nicht jeden Tag auf Partys gehen oder Konzerte. Wenn ich mich davor und danach aber zurückziehen und für mich sein kann, dann sind solche Erlebnisse für mich persönlich auch eine große Freude. Intensiv zu fühlen ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist das Markenzeichen großer Lebendigkeit und großen Mitgefühls. Anton St. Martin.